Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt der Kugelblitz Ailton seine ganz persönliche Traumelf vor. Also, meine Mannschaft, für mich das die beste Mannschaft, im Tor das Taffarel. Das ist ein super Torwart. Es ist immer ruhig, nicht so viel macht Showtime, es ist immer konzentriert. Und für mich das ist die beste Torwart. Rest Verteidiger, das ist Cafu. Das ist eine Maschine. Das ist eine offensiv gute Techniker, schöne Flank und defensiv auch. Und es ist 90 Minuten immer laufen, ohne Stopp. Das ist ein super Spiel. Und danach kam Lucio. Ach, das ist eine super Abwehr. Es ist groß, es ist Kopfball stark, Körper stark, schnell, gute Denker, aggressiv. Und ich spiele immer mit Head. Und für mich das ist eine super Zentraldefensiv. Und das auch Ismael. Das ist auch wie Lucio. Das ist große, Kopfball stark und immer aggressiv und immer gut Temperament in dem Spiel. Und die links verteidige das klar. Roberto Carlos. Roberto Carlos, auch ein schnelles Spiel, ein Linkfuß stark, Freistoß ist für mich das der Beste. Und ja, das ist eine super Linksverteidiger. Und im Mittelfeld, defensiv, das ist ein klasse, elegantes Spiel. Mit dem Linksfuß, präzise Pass. Immer mit Augen und ist natürlich, das ist ein super Spiel. Die Argentina Redondo. Und Mittelfeld, zentral, das ist eine Klasse. Ich kenne es sehr gut. Das Jo Miku habe mit Deutscher Meister zusammen in Bremen 2003, 2004. Das ist eine super Spiel, Tanker, schöne Passe und das Spiel nur für Show, das Spiel für die Mannschaft und das ist ein super Spiel. Linke Seite, Rivaldo, Linkfuß auch stark, große Tanker, macht Kopfball, Freistoß, Tanker schnell, also macht alles im Mittelfeld und das ist auch eine klasse Spiele. Rechte Seite, das ist für ein bisschen für das Publikum, das ist ein schönes Spiel, das ist ein bisschen mehr Show und Tanker, das ist kein Thema, das ist das Beste und ja, das ist ein super Spiel. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Vorne. Das ist das Reste für eine Mannschaft. Tue Maschine. Ronaldo. Und Ailton Goncalves. Ronaldo, das ist so schnelles Spiel, denke, ist kein Thema und ja, natürlich, das ist die beste Stürmer für mich in der Welt, in dem Fußball und für mich das erste Pelé, das zweite Maradona, dritte Garrincha, vierte Ronaldo.
Und Ayrton, alles kennst du hier in Deutschland. Kleine Dicker, aber schnell und den linken Fuß stark. Und die beste Spieler, die beste Torjäger, die 2003, 2004. Das ist meine Mannschaft. Ein bisschen offensiv. Und Fußball für mich, das ist immer, wenn Fußball attraktiv ist, immer offensiv. Das ist eine Mannschaft, offensiv. Das ist meine Mannschaft. Kugelblitz. Perfekt. Vielen Dank, Ayrton. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, Ayrtons Traumelf. Es darf insofern nicht überraschen, dass er eine Menge Brasilianer in seiner Mannschaft hat, denn er ist ja selbst Brasilianer. Und zwei Bremer sind dabei. Da hatte er seine beste Zeit, aber insofern ja schon fast zu wenig Bremer. Dafür, dass er immer wieder im Interview betont hat, wie schön es in Bremen war und dass er damals 28 Tore geschossen hat und dass er auch der Mannschaft das zu verdanken hat und, und. Also nur zwei Veteraner dabei. Ja, es wundert mich auch, dass er aus seiner gemeinsamen Zeit, er ist ja viel rumgekommen auf der ganzen Welt, also dass er da nicht mehr Spieler genannt hat, aufgestellt hat, mit denen er persönlich zusammengespielt hat. Er hat aber trotzdem sehr, sehr viele Altstars aufgestellt, viele Weltmeister dabei, unter anderem Taffarel im Tor, den hatten wir bisher noch gar nicht genannt. Dann Cafu, einen der besten Rechtsaußen, den es je gab, mit Fernando Redondo im defensiven Mittelfeld, einer wirklich der stärksten Sechser, die es je gab. Also er hat da wirklich schon eine sehr, sehr gute Auswahl getroffen. Ja, wobei man jetzt sagen muss, so aktuell ist das so ein bisschen der Moppelsturm, ne? Also mit Ronaldo und Ayrton zusammen. Gut, die waren natürlich jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Karriere absolute Topstürmer. Muss man nicht drum rumreden. Aktuell dann jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so. Aber ja, mein Gott, du hast vielleicht jetzt irgendwo noch Roberto Carlos vergessen, der auf der linken Seite auch damals bei Real Madrid ja einer der besten Außenverteidiger war und ja vielleicht sogar den stärksten Schuss überhaupt auf der Welt hatte. Also der hat mich damals dann doch immer schon sehr beeindruckt. Also insgesamt von den Leuten her sicherlich eine absolute Top-Elf, ja. Und auch die Präsentation ist natürlich klasse. Immer wieder ein Genuss, Ayrton zuzuhören. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Ayrton. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.